Und jetzt haben Sie die Möglichkeit zu sehen, wie unser Meisterpatissier Herwig Gasser was zubereitet. Ricotta Panna Cotta. Ricotta Panna. Jawohl, mit rosa Grapefruit. Mhm. Jetzt sehe ich gerade, wir haben das Panna Cotta nicht da. Gottes Willen. Könnte man bitte das Panna Cotta bringen, das vorbereitet? Soll ich es da holen? Da geht es immer nicht weiter. Nein, ich filantiere jetzt gerade die Grapefruit. Genau. Ja. Das heißt, die brauchen wir natürlich dann zum Garnieren. Zum Garnieren brauchen wir die. Ausschließlich zum Garnieren oder haben die sonst noch irgendwo eine Verwendung? Natürlich, der säuerliche, edelbittere Geschmack, der passt dann irrsinnig schön zu diesem Panna Cotta, was wir jetzt da bekommen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja. Ich habe das schon vorbereitet. Ich habe es jetzt ganz kurz angefroren, damit ich es dann schöner schneiden kann. Ah. In der Mitte ist es natürlich noch cremig. Mhm. Und Achtung, auf deine Hände. Ja, da tue ich. Wollen wir nicht mitschneiden. Die Füße spüre ich hier nicht mehr. Da haben wir eben den Ricotta drinnen und seinen Panna Cotta. So, jetzt sind wir als erstes hier bei dem Keks. Was ist das für eine Keksmasse hier? Da habe ich einen Shortbread. Kennst du das? Nein. Schau mal, das sind so Stückchen. Aha. Das ist ein ganz ein Mürbeteig, ein irischer, der aber nicht ausgerollt wird, sondern aufgestrichen wird. Und das ist der zergeht förmlich auf der Zunge. Der ist ganz, ganz mürbe. Muss man mal versuchen. Der ist sehr interessant. Ich habe Rosmarin drin. Ein bisschen Rosmarin. Da kommt gehört das dazu. Rein Schau. Oder hast das du gemacht? Nein, der gehört auch rein. Da können verschiedene Gewürze rein, nicht nur Rosmarin. Man könnte auch mit Sternanis machen und mit anderen Gewürzen machen. Aber ganz simple Zutaten, Butter, Mehl, Staubzucker und in dem Fall ein bisschen getrockneten Rosmarin. Okay, und wird dann wie ein Mürbeteig zubereitet? Genau, es wird alles glatt gearbeitet, ausgestrichen auf ein Blech mit Papier und dann bei 180 Grad circa gebacken, bis er aber so ganz ist. Kurz nur, oder? Naja, braucht schon so 12 Minuten, 13 Minuten, wird er schon brauchen. Ich habe mal das Panna Cotta haben. Jetzt hast du das Panna Cotta gegeben und jetzt verzierst du quasi mit den Grapefruit-Filets. Ja, fangen wir hinten an. So. Es gibt dann so ein bisschen eine bittere Note noch. Ja, die rosanen Grapefruit, die sind gar nicht so bitter, wenn sie wirklich ganz reif sind. Und sind auch sehr, sehr aromatisch. Okay. Jetzt gehen wir da oben auf, noch einmal so ein Shortbread. Wie ein belegtes Brötchen. Süßes. Und dann habe ich hier vorbereitet ein Grapefruit-Sorbet. Und das gehen wir jetzt vielleicht nach oben rauf. Beim Sorbet, wie hast du das zubereitet? Sorbet habe ich Grapefruitsaft genommen, ein bisschen Himbeersaft, also Himbeermark. Das macht, die Farbe dann, das macht diese schöne rosane Farbe, die wir jetzt hier sehen. Schaut, glaube ich, ganz entzückend aus. Das ist was Leichtes für die Fastenzeit. Wobei das Ricotta Panna Cotta musst du uns jetzt noch näher zeigen. Weil das ist interessant, weil Ricotta in einem Panna Cotta ist das wirklich... Kannst du dir das geschmacklich nicht vorstellen. Ich mache das so schön mit der Verzierung vorbei. Fertig und dann stellen wir unser Meisterpatissier. So, weg damit. Weg damit. Kommen wir zum Panna Cotta. Man nehme. Schau, versuch es einmal. Ich finde, das ist sehr interessant, weil wir eben Grapefruit-Schalen drinnen haben. Und das Ricotta durchaus am süßlichen Sektor einsetzbar ist. Und das mit der Grapefrucht in Kombination, das bringt schon eine ganz besondere Note rein. Ja, also ich finde es sehr interessant. Eine besondere Mischung. Schau, oberst aufkochen und wie gesagt, ungespritzte Grapefrucht da rein. Ja? Jetzt siehst du es doch, oberst einmal jetzt aufkochen. Natürlich mehr, ich mache es jetzt symbolisch. Ja. Ja? Dann gebe ich den Zucker rein. Ja? Dann natürlich die Vanilleschote in der Mitte einritzen. Ja? Einritzen. Da rein damit. Ja? Ziehen lassen, dass das Aroma von der Schotte schön kommt. Dann rausfangen das Ganze. Müsste man jetzt schon 3, 4, 5 Minuten ziehen lassen. Dann die im kalten Wasser eingeweichte Gelatine reingeben. Gut ausdrücken. Auflösen darin. Und, wie gesagt, dann kommt der Ricotta dazu. Welchen verwendest du da? Irgendeinen speziellen? Nein, habe keinen speziellen, muss ich sagen. Also ich nehme wirklich einen handelsüblichen Ricotta, den ich da reingebe. Und das müssen wir jetzt einfach ganz glatt rühren. Okay. Dann in eine Kasserole füllen. Mhm. Du siehst, ich habe mit Folie ausgelegt. Warum? Das können wir es ja nachher nicht rausheben. Schau. Ja, ich habe das Ganze so rausheben können, rauslegen, schneiden und eben so schön vorne anrichten. Okay.
Und je nach Geschmack halt ein bisschen mehr oder weniger Zucker. Beim Zucker kann ich dann noch. Also ich bin schon sehr weit herunter mit dem Zucker. Also ja. Aufs Minimum reduzieren. Ja. Wir brauchen nicht zu viel Zucker. Und das habe ich fast bei allen. Wollte ich nur gesagt haben. Ja. Ja, habe ich fast bei allen Rezepten. Okay, aber das gleicht dann auch wieder das Sorbet aus. Also die Kombination muss. Das ist schon herrlich. Sehr gut sein. Sorbet oben drüber. Wie lange lässt du es dann kalten? Mhm. Circa 4 Stunden braucht es, bis es komplett ausgeliert ist. Wie gesagt, dann mit der Folie rausheben. Ja. Vielleicht auch, bevor wir es reingeben, damit es keinen Geruch annimmt, den Kühlschrank schön zudecken. Und jetzt rein in den Kühlschrank und 4 Stunden. Und dann ganz normal, wie wir gesehen haben. Und dann vorgehen. Sind wir wieder her. Sind wir wieder her. Am Anfang quasi, wo du zubereitet hast. Ich danke dir sehr, Herwig. Bitte, vielen, gerne. Vielen, vielen Dank. Ja. Wie viel Zeit nimmst du dir so am Tag für deine Fitness? Ich sage so 3-mal in der Woche wirklich 1 Stunde. Das mache ich schon. Du gehst Radl fahren oder laufen? Ich habe auch eine Turngruppe, bin Vorturner und so weiter. Da Radfahren, Heimtrainer fahren. Und was tust du denn davor? Kommst du mal zu uns? Ja. Kommst du mal zu mir? Schauen wir das an. Gerne, ja. Das ist halt nicht gut, das ist interessant. Oh, ja. Ja, gut, aber jetzt schaust du mal bei uns zu. Gerne.